Meier früh am Morgen stand sie auf, dann nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz. Oh nein! Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon, wer das war. Und der kleine Osterhase, ganz egal, wohin er lief, ganz dauernd auf die Nase, immer ging die weg, was schief. Schule wippte er auf seinem Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand. Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Dimple rief, fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinen Kopf.